Sie dürfen mal beginnen. Wie würden Sie anfangen, diese Patientin vorzustellen? Okay, ich stelle Ihnen vor, die Patientin mit akut aufgetretenen rechtsseitigen Oberbauchschmerzen. Also. Kolikartige rechtsseitigen Oberbauchschmerzen. Also nochmal langsam mit akute. Kolikartigen rechtsseitigen Oberbauchschmerzen. Punkt. Sehr schön. Ja, ich möchte immer gern, dass Sie da möglichst schnell einen Punkt finden, weil den Satz können Sie nicht mehr besser machen. Mhm. Der ist super. Ja, mit akuten, kolikartigen, rechtsseitigen Oberbauchschmerzen. Mehr Informationen brauchen nicht im ersten Satz sein. Hervorragend. Prima. Nächster Satz. Mhm. Diese Schmerzen sind auf einer Skala von 3 bis 4 bis 8 bis 9 geschrieben. Die Intensität sei, ja. Okay, bitte, sei 3 bis 4 und bis zu 9. Ja, in Spitzen. Ja. Genau, es sind die Schmerzspitzen, könnte man so sagen. Hier würde ich mich entscheiden für die Variante während der Koliken, denn es sind nicht wirklich Schmerzspitzen, es sind ja Koliken, die sie hat. Und deshalb, Schmerzspitzen ist eher, wenn sie Schmerzspitzen haben, ohne dass dann noch was anderes passiert. Ja? Also so würde ich das sagen. Intensität 3 bis 4 mit Schmerzspitzen bis zu 9 während der Koliken. Das könnte man schon. Okay, prima. Weiter? In Begleitung mit Vomitus. Ja, das ist so diese Frage. Vomitus, Nausea, tralala. So spricht eigentlich kein Mensch in der Klinik. Keiner sagt Vomitus. Aber ja, dürfen Sie. Ja, in Begleitung. In Begleitung mit. Ist nicht ganz optimal. Begleitet von Vomitus. Ich würde begleitet von. Einmaligen Vomitus. Und einmaliger Vomitus ist eigentlich albern. Erbrechen, ja, begleitet von einmaligem Erbrechen. Ich weiß, dass Sie sollen in der Prüfung zeigen, dass Sie Fachbegriffe gelernt haben. Aber nicht alle Begriffe sind in der Klinik wirklich tatsächlich üblich. Im Schriftlichen können Sie von mir aus Vomitus schreiben, aber einmaliges Erbrechen ist eigentlich klinischer Sprachgebrauch. Okay, weiter. Thank you.